Hallo Sportsfreunde, willkommen zu einer Trainiert Teil 4, Dienstag, der 17. Februar 2015. Eigentlich wollte ich ja heute und morgen an der Elbe fahren, aber leider ist immer noch Krankenstand zu verzeichnen, sodass ich jetzt vor einer 6-Tage-Woche stehe und halt nur heute fahren kann, und das mache ich dann auch lieber auf meiner gewohnten Strecke, wozu dann Geld ausgeben für die Bahn und so. Ja, wenn man weniger Trainingstage hat, muss man halt das Tagespensum etwas erhöhen. Muss ich mal sehen, was ich dann heute so schaffe. Das Wetter ist bis jetzt ja echt super. Es windet auch nicht so stark und es wird von Stunde zu Stunde wärmer. Und ja, vielleicht mache ich heute mal ein bisschen mehr als 70. Wäre ratsam, damit ich meinen Februar-Schnitt auch halte, weil ich habe dann jetzt nur noch einen freien Dienstag im Februar und ja, der Rest der Zeit im Februar sind Tage, die ich im Laden verbringen werde. Also keine Trainingstage. Mal sehen, was wir so schaffen im Februar. Was ich nicht schaffe, muss ich halt im März dann wieder rausholen. Ja, auf jeden Fall heute erstmal die Anfangsrunde um den Tegeler See. Dann kann ich natürlich auch weiter als Hennigsdorf fahren, oder ich fahre einfach zweimal dann am Havelkanal die Strecke und dann nochmal nach Hennigsdorf. Das müssten dann ja auch knapp 90 Kilometer sein. Pause bei 50 Kilometer an meiner neuen Pilgerstätte am alten Strom. Jetzt merke ich, die Beine machen ganz gut mit heute. Und also 70 plus 10, also 80 Kilometer werden wohl drin sein. Ja, ja, hier ist wirklich noch Eis auf den Teichen. Man wagt hier auch nicht mehr weiterzugehen. Ich fahre jetzt auch nicht mehr weiter nach Norden, sondern kehre jetzt zurück. Es sind nicht ganz jetzt wahrscheinlich die 90, aber über 80. Gute Sache das. Schöne Stelle hier. Ja, wie es so schon vorauszusehen war, zieht es jetzt ein bisschen zu. Ich mache jetzt die letzten 20 Kilometer, das war es dann für heute. Wird eine 85er-Runde und
gutes Ergebnis. Und ja, dann sehen wir uns wieder im März, denke ich. Im März steht dann hoffentlich eine längere Tour an. Schauen wir mal. Ich will ja nicht so sichere Aussagen treffen. Man weiß ja nie, wie es wird. Bis später. Ciao.